Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Wir haben hier die Superbass, die heißen S6 oder was weiß ich. Da steht hier nicht drauf, soll ein S6 oder so sein, nicht sein. Ich habe keine Ahnung, ich werde die euch verlinken. Da hat mich die Firma nämlich gefragt, ob ich, die habe ich jetzt schon eine Weile hier liegen. Das Unboxing habe ich schon vor längerer Zeit gemacht, aber ich konnte ja keine Kopfhörer richtig tragen, weil ich hatte so Ohrschmerzen. Und da ging ja eine ganze Weile nichts. Und jetzt bin ich gerade am Aufholen von den alten Sachen. Und die hatte ich ganz vergessen. Ich hatte die schon mal gekriegt, das Vorgängermodell. Ich habe es im Unboxing auch gesagt, es ist wieder leichtes Plastik. Den Preis weiß ich jetzt nicht. Für bis zu 20 Euro sind die okay. Mehr würde ich dafür aber auch nicht ausgeben, sage ich euch. Ich bin ehrlich zu euch. Ja, aber die sind wirklich ganz leichtes Plastik. Hier haben wir dann so Kunstleder, ein bisschen ja, schön weich. Hier oben nur so minimal, aber wirklich ganz leicht. Alles Plastik. Man kann sie dann so einklappen. Für unterwegs halt ist das ganz gut. Jetzt müssen wir gucken, wie sie sich schlagen. Müsste noch halt mal Bluetooth anmachen. So, Bluetooth an. So, neue Bluetooth-Geräte suchen. Und, ach, hier haben wir einen Equalizer. M. So, wo haben wir denn hier einen Knopf für? Eine SD-Karte können wir an der Seite reinmachen und mit USB-C laden. Dann haben wir hier einen Knopf. Ach so, da müsste es an. Mit einem Schieberegler. Soundpad Watch, nee, das ist doch meine Watch. Ah, da, nee, 9S heißt das Ding. 9S. Koppeln. 9S. Links, rechts. Sie sitzen auch ganz leicht auf den Ohren. Ihr habt dann halt noch ein USB-C-Ladekabel mit dazu und hier unten ist dann halt noch ein Klinkekabel mit drinne. Eine Anleitung habt ihr mit bei. Da gucken wir mal, ob Deutsch mit bei ist. Bedienungsanleitung Deutsch, Seite 5 bis 8. So. So. Nummer 3. Selbst mit Brille kann ich das schwer lesen. FK-Kanal. Ne, 9 ist das. Kurz drücken, um 6 Arten von Equalizer-Ergebnissen. Okay, da bin ich mal gespannt. So. Ich gehe jetzt erstes mal wieder auf Spotify. So, ich gehe erstmal wieder auf Wurzeln allen Übels als erstes. Wartet mal, ich muss erstmal gucken, wo war der? Das war hier. Also man hört wirklich einen Unterschied. Ja, ist alles ganz dumpf. Klar. Radio oder was? Ach so. Gut, falscher Knopf, hier weiter hoch. Schon das lauteste.
Also der Sound ist besser als bei dem Vorgängermodell. Also ich bin erstaunt. Der Bass ist drückend. Also es hört sich an, wie es sich anhören soll. Jetzt gucken wir mal bei YouTube rein. Bum bum. Ein eigenes Video von mir. Also zwischen voll und halb muss ich machen. Meine Ohren sind auch nicht die besten, muss ich dazu sagen. Also auch bei YouTube macht es also macht es wirklich. Auch angenehm, dass es halt wirklich so ein Klickschalter ist, dass man halt richtig ausmacht und dann ist aus und nicht aus Versehen mit Doppeldrücken oder was weiß ich, irgendwas anmacht. Hier kann man den Modus. Ja, Equalizer und Modus unten, da könnte mal zu Problemen kommen, dass man halt das eine drückt, aber das andere rankommt. Wenn man zu weit nach unten rangeht, dann hat man nämlich den Modus. Aber sonst, wie gesagt, hier kann man dann eine Micro-SD reinmachen. Warte, wo war das? Da. Ihr seid dann halt nicht auf euer Handy angewiesen. Und hier unten laden. Hier ist der Klinkekabel. Also ihr könnt die eigentlich auch so benutzen, wenn ihr jetzt im Fitnessstudio seid und sagt, ja, Handy schleppe ich jetzt nicht mit, das lasse ich im Spind. Einfach eine SD-Karte hier rein, an, auf die Ohren und hören. Auch super. Auf jeden Fall bessere Qualität als die S6 oder wie die hießen, die ich davor hatte. Die waren billigstes Plastik. Die sind auch Plastik. Aber wirken jetzt nicht ganz so billig wie die anderen. Klingt jetzt doof, aber die wirken halt nicht so billig wie die anderen. Es ist immer halt noch dünne Plastik. Es ist halt. Ja, es ist kein High-End. Also da brauchen wir uns wohl nichts vormachen. Ich denke mal, das versteht auch jeder. Ich gucke gerade mal, was die jetzt kosten sollen. Also so 20, 19 Euro noch mal, 20, vielleicht noch 25 Euro, sage ich, ist okay. Mehr würde ich dafür aber auch nicht ausgeben wollen. Weil wirklich, die sind sehr leicht und Plastik. Gucken wir mal einfach mal nach. Bei Amazon 9. So, da haben wir sie. 9S Bluetooth. Ja, hier schmeckt mir der Preis schon mal viel besser. Die anderen haben ja über 20 Euro gekostet und waren nicht so gut wie die. Und die kosten hier 19 Euro.
19 Euro, ja, geht doch. Also hier. Gerade momentan noch ein paar Prozent Rabatt. Also für 19 Euro sind sie schmackhaft. Kann man sich mal gönnen für unterwegs oder so. Und wie gesagt, das halt geil ist halt, dass man sie halt mit der SD-Karte auch benutzen kann. Einfach eine SD, Mini-SD, fertig macht mit seiner Lieblingsmusik, die man gerne hören will im Studio. Irgendwas, was hilft beim Pumpen oder so oder für Ausdauer oder so. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Macht man sich dann darauf und dann yippie-ka-yay. Dann kannst du halt weiter vordrücken. Du kannst halt jetzt nicht die Alben oder so auswählen. Du musst die halt dann, da geht dann ein Lied nach dem anderen, ist klar. Aber so. Oder wenn man Doppelklick macht, vielleicht geht dann noch ein Album voran. Mir ist ehrlich gesagt die Anleitung viel zu klein geschrieben. Ich müsste da jetzt mit Handy, mit Kamera drüber, um das halt alles nachzulesen. Das würde das Video nur unnötig in die Länge ziehen. Ja. Also für 19 Euro für mich, klar eine Empfehlung, kann man nehmen. Ich sage mal, bis 25 würde ich schon zahlen. Mehr würde ich dafür dann ungerne ausgeben wollen. Weil sie sind wirklich sehr leicht, Plastik. Ja. Aber die Qualität vom Sound war sehr gut, muss ich sagen. Also definitiv viel, viel besser als die ich davor getestet habe. Der Bass war hier knackig. Man kann die verschiedenen Bass-Modi kann man durchtesten. Manche hören sich halt ein bisschen flacher an, ein bisschen andere hören sich an, als wenn einfach alle gleich ist, bloß halt ein Stück leiser. Aber man merkt halt Unterschiede von diesem Equalizer-Dings-Gedöns. Nicht alle sind gut. Also jetzt bei Musik habe ich zwei festgestellt, die gut waren. Und die anderen hören sich halt entweder zu basslastig an oder als wenn da noch was drüber liegt ist oder keine Ahnung. Aber das müsst ihr dann, vielleicht ist es bei eurer Musik dann ein bisschen anders. Kommt ja auch von Musik zu Musik an und von Handy zu Handy, was das Handy an die Kopfhörer abgibt. Mein Handy hat ja nochmal einen Equalizer, könnte ich im Handy auch nochmal die Musik anpassen und dann würde es nochmal ganz anders zum Headset drüber kommen. Aber von mir, also für den Preis, kann ich sagen, ja. So, wenn ihr da noch Fragen habt zu den neuen S, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.